Hallo, hier ist wieder Silvana von der Bergischen Stempelhütte. Heute melde ich mich wieder mit einem Bastelvideo bei euch. Und zwar wird es bei mir auch langsam osterlich. Heute möchte ich mit euch Ostereierhalterkörbchen basteln, die ihr auf den Ostertisch stellen könnt und die, wie ich finde, sehr niedlich sind und für die man äußerst wenig Material braucht. Ich zeige euch mal schnell, wie die aussehen. Also heute bastel ich mit euch diese Variante. Ich habe hier so ein lilanes Osterei reingepackt. Das ist aus dem Supermarkt. Ton in Ton finde ich. Passt super gut zu der zarten Pflaume. Dann habe ich schon eins gemacht in Gelb mit Spruch und einem kleinen Schmetterling obendrauf und einem Band hier drumherum. Dann habe ich hier eins in Farngrün mit Savanne. Und dann habe ich eins in zwei Grautönen mit den kleinen Blümchen und Strass und einer kleinen Schleife nur oben drauf. Und das ist eigentlich mein zweites Lieblingsexemplar. Finde ich auch schön mit nur einem weißen Ei drin. Kann ich mir auch gut vorstellen mit einem braunen Ei drin. Ungefärbt also, ja, in so Naturtönen. Das ist jetzt Sahara-Sand mit dem Designerpapier, mit diesem spitzen Designerpapier aus dem Fett zum Verlieben, glaube ich, ja. Und hier oben die kleinen Schmetterlinge mit Strass. Finde, das sieht sehr zart romantisch aus. Also das ist so meins. Also das ist neben dem, was ich heute mit euch machen will, mein Lieblingskörbchen. Ja. Wie gesagt, man braucht nur ganz wenig Material, das ist auch vielleicht ganz gut zur Resteverwertung. Ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. So, das war's. Das ist einmal ein Stück Farbkarton in dem Maß 7 cm mal 15,8 cm. Dann haben wir ein Stück Rest für den Schmetterling gleich und ein Streifen, das ist gleich für den Spruch und das ist übrigens Vanille pur. Und ein Streifen für den Henkel, der ist 1,5 mal 16 cm. Dann brauchen wir noch Pergamentpapier, was ich jetzt vergessen habe. Das gehe ich mal schnell holen. So, das Pergamentpapier, da brauchen wir eigentlich nur einen kleinen Rest. Da wird nur der Schmetterling aufgestempelt und ausgestanzt. Und dann kann es losgehen. Und zwar nehmen wir uns unser Schneidebrett und machen einmal die erste Falz auf der kurzen Seite bei 3 cm. Eine Falz. Gut, dann legen wir uns das so hin, dass die 3 cm Seite nach links zeigt. Und ich lege mir das hier oben, das kann man ganz gut so anlegen, weil man auch die Zentimeterlinien überall hat. Also man kann das als Hilfe nutzen und sich auch hier von der Seite gut positionieren. Und dann schieben wir das Falz Messer weg und wir benutzen die Klinge. Und zwar lege ich mir die hier schon auf 3 cm. Hier ist die 3 cm Marke, da lege ich mir die Klinge hin, drücke einmal runter und schiebe es nach links weg, sodass ich jetzt hier ja, das ist ein bisschen weit jetzt geschnitten, also ich muss aufpassen, dass es auf der 3 cm Linie liegt. Das machen wir jetzt nochmal bei 4,7. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil das Stück wird eh weggeschnitten. Das brauchen wir gleich nicht. Also 4,7 machen wir das Ganze nochmal. Ich zeige es euch nochmal. 7. Ich lege es bei 3 cm an, drücke es runter und schiebe es nach links. Hab so einen Schnitt. Das machen wir jetzt nochmal bei 8,4. Und bei 12,1 cm.
Nee, irgendwas stimmt nicht. Also wir haben es gemacht bei 1, bei 4,7, 8,4 und 12,1. Warum ist das denn jetzt noch so lang? Ich habe es viel zu lang gelassen. Ich habe es gar nicht gekürzt. Also, das ganze Stück muss lang sein. 15,8. Dann stimmt es auch wieder mit den Maßen. Also das Stück muss 15,8 mal 7 cm sein. So, dann stimmen auch die Schneidemaße, die ich euch jetzt genannt habe. Ich sage es nochmal. Bei 1 cm, bei 4,7, 8,4 und 12,1. So, dann brauchen wir das nicht mehr. Jetzt nehmen wir uns die Schere und schneiden dieses kleine Stück weg. Und zwar wird das hier die Klebekante, aber wir falzen uns die nicht. Trotzdem schneiden wir die so ein kleines Stückchen schräg hier runter. Gut. Jetzt können wir schon kleben. Ich nehme Tombow dafür. Und denk mir, dass das hier eine Klebekante ist. Also ich denke mir hier eine Linie, über die ich nicht drüber klebe. Na? Und jetzt kleben wir uns das erstmal zur Rolle. Bei Vanille pur ist das nicht so schwierig, weil das relativ dünner Farbkarton ist. Bei den anderen, besonders habe ich das gemerkt bei Savanne, das ist relativ dick. Manche Farben sind ein bisschen dicker als andere. Da ist das ein bisschen schwierig, das zur Rolle zu formen, ohne dass sich das irgendwo knickt. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Also am besten macht ihr das mit den etwas dünneren Farben. So, dass hier unten die beiden Falzkanten wieder aufeinander stoßen und hier oben die Ränder aufeinander sind. Und dann drücken wir uns das kurz fest, halten uns das Momentchen, dass das gut anziehen kann. So, jetzt machen wir hier gar nichts. Also das bleibt schön rund. Hier unten knicken wir uns jetzt die Böden um. Jetzt müssen wir aufpassen, hier hinten haben wir die Klebekante, das soll hinten sein, dass wir uns das entsprechend falten. Also zuerst die beiden Ränder ein. Da, ihr könnt es auch vorher, das habe ich jetzt vergessen, ihr könnt natürlich vorher, bevor ihr das zusammenklebt, mal kurz die Ränder umfalzen. Habe ich jetzt vergessen. Ist aber auch nicht dramatisch. Wir haben ja eine Falznaht drin. So, hier mache ich mir ein bisschen Tombow. Die gegenüberliegende Seite ein. Und dann zuerst die, wo hinten ist, so dass ich vorne die schönste Seite habe. So, das mache ich mir Großflächekleber drauf und klebe mir das dann hier so rüber. Also hier unten habe ich jetzt ein Quadrat, hier oben das bleibt rund. So, dann gehe ich mit meinem Fläschchen hier rein, drücke das ein bisschen an. So, das wäre dann schon einmal fertig. Jetzt nehme ich mir das Band Zarte Pflaume. Und zwar, das ist ein Set aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Das kommt zusammen mit nochmal der gleichen Rolle Flüsterweiß. Das gehört zu den guck mal eben aufs Tütchen. Zu dem Sukkulentengarten Set, da gehört das zu. So, jetzt lege ich mir das hier einmal rundherum, gucke, wie lange ich das in etwa brauche, damit ich einmal rundherum bin. Schneide mir das da so ungefähr ab. Und jetzt beklebe ich mir eine Seite mit dem doppelseitigen Klebeband. Ich gucke schon mal, wie lang das ungefähr sein muss. Schneide ich mir das schon mal ab. Es geht ein bisschen einfacher, wenn es nicht auf der Rolle mehr ist.
dass das ziemlich in der Mitte ist. Der Vorführeffekt klappt natürlich wieder super. So. So, jetzt ziehe ich mir den Streifen ab. Das ist aus so einem Band gar nicht so einfach. Ich habe jetzt gemerkt, es geht am einfachsten, wenn ich mir hier in der Mitte einfach so ein Stück abreiße. Und dann kann ich das nach beiden Seiten hin abziehen. Wenn man anfängt, am Anfang und am Ende, dann franzt man sich das Band nur aus. Und ob das hier jetzt ein kleines Loch hat oder nicht, das sieht man ja hinterher nicht mehr. Gut, jetzt klebe ich mir das auf. Und zwar fange ich hier hinten an, wo die Klebenaht ist, und setze da mein Band an und klebt es dann einmal ringsrum. Schön oben am Rand entlang. So, und schneid mir das dann hier hinten einmal bündig ab. So. Okay. Jetzt nehme ich mir noch mal ein Stück von dem Band von der Zahnpflaume und mache mir daraus so eine Schleife. Und zwar gucke ich, wie breit ich die haben will, leg mir das so hin, dass es passt, und dann schneide ich mir das zu, dass sich das nicht überlappt. So, und jetzt brauche ich ein Glue Dot. Und klebe mir den hier genau auf die Mitte. Nicht an den Finger, sondern aufs Band. Wäre sinnvoller. So. Jetzt schlage ich das einmal ein und klebe es auf die Hälfte des Glue Dots. Drücke das fest und jetzt nehme ich die andere Seite und klebe die auf die andere Seite des Glue Dots. So, dass ich das einmal jetzt so liegen habe. Jetzt nehme ich mir so ein Stückchen hier weißes Band, lege mir das hier einmal so über die Mitte nach hinten rum, schneide mir das hier auch schon einmal ein Stück ab, mache mir da ebenfalls ein Glue Dot auf die Mitte. Ich fange mal so rum an. Legt es hier auch auf die Hälfte. Schlag es einmal rum. Ziehe mir das so ein bisschen, dass es ein bisschen enger wird in der Mitte, und klebe es mir hinten wieder fest. Dann kann ich das auch abschneiden. Sieht jetzt von vorne so aus und klebe mir das mit noch einem Glue Dot auf meine Schleife hier. Wo war ich denn so? Man muss darauf achten, hier ist vorne, hier mittig einmal auf. Kann ich mir so, von oben sieht es jetzt so aus, von vorne so. Gut, jetzt bestempel ich mir den Henkel. Dazu nehme ich das Stempelkissen Zarte Pflaume und den Stempel aus dem Papillon Potpourri, den kleinen Schmetterling, diesen hier. Und hier mal kurz eine Unterlage,
Muss ja nicht sofort alles versauen. Und stempel mir hier einmal den Schmetterling einfach kreuz und quer drauf. Wenn die Farbe noch nass ist, nicht wundern, die sieht im nassen Zustand vollkommen anders aus, als wenn sie hinterher getrocknet ist. Ich habe auch gedacht, passt ja, na super, ich habe auch gedacht, die passt ja überhaupt nicht zum Band. Aber als sie dann getrocknet war, guckt mal den Unterschied, sieht die so aus. Passt wieder perfekt zusammen. So. Dann nehme ich mir noch ein Schwämmchen und engt den Rand hier noch kräftig. Ihr müsst nur aufpassen, dass der nicht irgendwie einen Knick kriegt. Wenn ihr nämlich einen Knick kriegt und hinterher nicht mehr, dann könnt ihr den nicht mehr rund draufsetzen. Dann sieht es nicht schön aus. Da habe ich mir schon einige versaut, die ich dann wegschmeißen konnte. Also beim Bearbeiten schön aufpassen, dass der Henkel nicht knickt. Das ist wirklich wichtig. So. Gut. Ups. Stempelkissen weg. Jetzt nehme ich mir wieder Tombow. Mache hier auf beide Seiten so einen Zentimeter Kleber drauf. Ich höre mich immer noch so ein bisschen an wie so ein kranker Elefant. Das tut mir leid, aber ich bin auf dem Wege der Besserung und wollte jetzt nicht noch länger warten mit einem Video, weil dieser Eierbecher schon mindestens eine Woche warten, verarbeitet zu werden. Jetzt aber sehr lang aus. Habe ich das auch so lang? Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu lang gelassen. Ich habe es heute mit dem Abbessen. Egal, ich schneide wieder ein Stückchen ab. Die Maße findet ihr sowieso auf meiner Homepage, die ich euch verlinke, wie immer. Deshalb ist das jetzt nicht hier so dramatisch, wenn was jetzt hier nicht so genau stimmt. Jetzt stimmt es aber wieder mit den Proportionen. So. Jetzt haben wir den Henkel dran. Jetzt fehlt noch der Schmetterling und der kleine Spruch. Dazu nehme ich mir einmal das Pergament. Stempel da auch den Schmetterling in zarte Pflaume einmal drauf. Und lass den jetzt kurz trocknen, der braucht einen Moment. Ja, gleich sauber. So, jetzt nehme ich mir den kleinen Spruch mit ein klitzekleiner Gruß aus dem Stempelset mit Gruß und Kuss. Richtig rum? Nö. So, und jetzt. Und den stempel ich mir jetzt auf mein Stück Vanille pur. Das schneide ich mir gleich noch zurecht. Wichtig ist, dass ihr hier links so ein Stück frei lasst, weil es ja unter dem Schmetterling geklebt werden soll. So. Ja. Den schneide ich mir jetzt einfach mit der Schere ziemlich schmal einfach zurecht. Es ist ja nur ein kleiner Eierbecher, deshalb soll der Spruch jetzt auch nicht riesengroß sein. Das fände ich jetzt auch nicht so schön. Ich wische das auch noch ein bisschen am Rand. Dann hebt sich das von dem Vanillepur ein bisschen schöner ab. Und
gibt es zwar bunte Finger, aber ist mir jetzt egal. So. Den haben wir jetzt trocken. Jetzt nehme ich mir die Stanze von dem, na, wo ist sie da? Den kleinen Schmetterling. Der Mini-Schmetterling heißt er, glaube ich. Und stanze mir den hier aus. Und stanze mir den einmal aus zarter Pflaume aus. Und klebe mir den mit ein bisschen Tombo aufeinander. Lass das kurz antrocknen in der Zeit. Klebe ich mir schon den Spruch unter den Schmetterling. Ich werde dem mit dem Falzbein noch so ein kleines bisschen biegen. So, und jetzt kann ich mir die Flügel hier noch so ein bisschen hochklappen. Und mir noch ein bisschen Strass da drauf setzen. Und zwar nehme ich heute zwei von den kleinen Punkten. Eins. Und zwei. Und klebe mir das dann mit ein bisschen Tombow auf den Eierbecher. Und so könnt ihr euch die passend zu eurer Ostertischdeko gestalten. Je nachdem, was ihr für eine Tischdecke habt oder wie ihr eure Eier färbt, könnt ihr euch die dann fertigen aus dem passenden Papier. Ich habe es jetzt, ich weiß noch gar nicht, was ich für eine Deko mache, aber ich bin sowieso Ostertischfrühstück eingeladen, deshalb wird das wahrscheinlich eher ein kleines Mitbringsel, als dass ich es selber hier auf den Tisch setze. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, da vielleicht ein kleines bisschen Gras zu legen und da ein Ü-Ei reinzupacken statt ein gekochtes Ei oder auch ein paar kleine Ostereier, Schoko-Ostereier oder einen kleinen Hasen. Also das ist total variabel. Ich habe es jetzt eigentlich gedacht gehabt als Ostereierhalter, aber wie immer ist das ja alles flexibel und vielseitig einsetzbar. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr bastelt's nach. Wünsche euch viel Spaß dabei. Alle Maße und Produkte, Materialien findet ihr auf der Homepage, die ich euch verlinken werde. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!